Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Final Fantasy VII Remake Infovideo. Es ist endlich soweit, die E3 ist in vollem Gange und in der Nacht von Montag zu Dienstag war die Pressekonferenz von Square Enix. Sie haben wieder einen neuen Trailer rausgehauen, der geht ganze 4 Minuten mit verdammt vielen Inhalten. Ich habe mir den sehr, sehr häufig reingezogen und habe wieder viele kleine Details feststellen können. Ich zeige euch gleich nach ein bisschen was ich noch so zu erzählen habe, zeige ich euch den Trailer einmal komplett und danach möchte ich euch noch ein paar Kleinigkeiten zeigen in dem Trailer, da gehe ich den nochmal komplett durch, aber nur die wichtigsten Sachen stoppe ich mal kurz, was ich da noch so alles gesehen habe, was vielleicht dem einen oder anderen entgangen sein wird, hundertprozentig, wenn man den das erste Mal sieht, entgeht ein einiges. Jetzt will ich euch erstmal kurz erzählen, was vor dem Trailer alles bekannt gegeben wurde. Und zwar, also es sollte jedem bekannt sein mittlerweile, dass das Spiel am 3.3.2020 rauskommt. Man kann es jetzt offiziell auch im PlayStation Store schon vorbestellen. Es gibt 3 Versionen, allerdings kann man nur 2 im Store vorbestellen. Die dritte und teuerste Version, haltet euch fest, die kostet 300 Euro und kann man nur bei Square Enix vorbestellen. Was da inhaltlich alles unterschiedlich ist, zeige ich euch ganz zum Schluss. Bleibt auf jeden Fall bis zum Schluss dran. Es gibt echt viele interessante Sachen zu erzählen. Dann wird es 2 CDs geben. Das wurde jetzt endlich auch bestätigt. Es gibt auch eine deutsche Synchronfassung, was ich sehr, sehr geil finde. Es gibt auch verschiedene Untertitel, verschiedensprachig. Dann die 3 Editionen, das habe ich erzählt. Dann hatte ich schon mal von dem Active Time Battle erzählt, was ja in dem Oldschool-Spiel von 97 aktiv war. Man kann da so ein bisschen hin und her schalten. Es gibt einmal, wenn diese Active Time Battle Leiste voll ist, kann man in einen taktischen Modus wechseln. Der verlangsamt das komplette Spiel. So hat man mehr Zeit für taktische Entscheidungen, Zauber einzusetzen oder Spezialattacken auszuführen. Das soll man wohl auch abstellen können. Das Ganze nennt sich dann Action-Modus und danach, dann wird die Zeit quasi nicht verlangsamt und das ganze Spiel im Kampf wird flüssiger. Zeige ich euch gleich alles nochmal im Spiel. Das war es soweit von den Infos. Was es alles im Trailer zu sehen gibt, das will ich euch jetzt nicht verraten. Das hatte ich eigentlich vor, aber wenn wir es nachher durchgehen, erzähle ich euch, was es alles im Einzelnen zu sehen gibt. Ich wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß bei dem Trailer und danach mache ich eine kleine Analyse und zeige euch dann die Inhalte der einzelnen Versionen. Bis gleich. Sewer rats appear to call themselves Avalanche, sir. You can have it for saving my life. You think he's a keeper? Oh my god. Y'all gotta look at the bigger picture here. Nothing worth fighting for was ever won without sacrifice. Help me! Arlene. Have you been a good girl? I heard you're having second thoughts. I know we have to think big if we're going to make a difference. But not like this. I feel trapped. My turn. Ah!
You're not real. You're... Cloud, I have a favor to ask of you. Run away. You have to leave. You have to live. You bastard! Yeah! Hold on to that hatred. Starten wir jetzt mit der Analyse. Ich habe meine Kamera mal ausgemacht, damit man alles komplett sehen kann. Ich stoppe wirklich nur da oder spule noch mal ein klein wenig zurück, wenn es irgendwas zu erzählen gibt, was interessant ist. Dass es die Anfangsszene ist, ist natürlich klar. Das brauche ich jetzt groß keinem zu erzählen. Zumindest für die, die Final Fantasy VII früher gespielt haben. Das ist übrigens das Shinra-Hauptquartier, wer das noch nicht weiß. Und hier gibt es gleich zwei Charaktere zu sehen. Zwei feindliche. Und zwar haben wir hier einmal links Heidegger. Das ist quasi der Shinra-Militär-Fuzzi. Das habe ich in einem gestrigen Video schon erzählt. Und hier haben wir Präsident Shinra auf seinem schönen Stuhl sitzen. Und hier haben wir schon die erste Szene, die mich gleich mal richtig geflasht hat. Und zwar ist das die Fluchtszene, wenn man aus dem Shinra-Hauptquartier flüchtet und mit dem Motorrad unterwegs ist. Das Einzige, was neu ist, Jesse sitzt hinten auf dem Motorrad mit drauf. Das war im Original nicht so. Und man sieht jetzt hier auch schon ein paar Kampfszenen. Ihr seht hier, wie man hier Spinning Slash, also wie man so ein paar Attacken oder paar, es ist eigentlich hier nur eine Attacke zu sehen, auszuführen ist. Ich hoffe, man kann das gut erkennen, weil ich jetzt hier nicht im YouTube-Video bin, sondern das runtergeladen habe, damit ich hier das in Ruhe alles schön erklären kann. Und hier haben wir die erste grüne Substanz, überreicht von Jesse. Ob das jetzt die allererste gleich im ganzen Spiel ist, das weiß ich nicht, aber es sieht auf jeden Fall richtig geil aus. Und was ich nämlich auch noch sagen wollte, weil ich vorhin gesagt habe, es gibt sicherlich ein paar kleine interessante Details zu entdecken, die ihr vielleicht nicht gesehen habt. Die Waffen haben tatsächlich Slots, die man sehen kann. Gehe ich gleich darauf ein, wenn man es dann tatsächlich sehen kann. Es gibt jetzt natürlich wieder reichlich Kampfszenen zu sehen. Dass das hier der Kampf gegen den Skorpionswächter ist, ist sicherlich auch bekannt. Habe ich auch schon öfter mal ein Video drüber gemacht. Was jetzt bestens zu sehen ist, aber da suche ich mir mal, ja genau, das Bild. Ich muss jetzt mal ganz kurz warten, bis hier die Leiste unten verschwindet. Und dann seht ihr unten, also verschwindet leider nicht, ich mache es mal anders. Ich mache das hier mal ein bisschen kleiner, damit ich das hier besser zeigen kann. Und zwar seht ihr hier, jetzt steht nämlich da, dass das hier Limit ist. Also dieser Balken, das hatte ich schon mal erzählt. Und jetzt hatte ich ursprünglich gedacht, dass diese kleine Leiste der ATB-Balken ist. Ja, da habe ich mich wohl etwas vermacht. Der ATB-Balken ist tatsächlich, sind diese zwei blauen Leisten. Man hat quasi einen und noch einen zweiten. Man kann quasi, was weiß ich, beim ersten Mal, wenn man es aktiviert, vielleicht einen Zauber machen. Bei dem zweiten kann man dann eine Spezialattacke machen. Und diese Leiste, die ich ursprünglich dachte, die der ATB-Balken sein könnte, ist dann tatsächlich doch einfach nur optisch als Leiste dargestellt, die Magiepunkte anzeigt, wie auch bei den HP. Das war ein Fehler von mir, aber das war vorher so nicht bekannt, weil ATB und Limit hier vorher nicht drunter standen. So, gehen wir mal weiter im Text. Ich lasse das mal so klein, dann sieht die Qualität vielleicht des Videos ein bisschen besser aus. So, jetzt kommt eine Szene, die habe ich im gestrigen Trailer auch schon gesehen, aber habe die nicht weiter kommentiert. Das, dieser Rauch, das so Geister oder so, das ist ja im Originalspiel passiert, diese Sache gar nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass diese geisterartigen Wesen, dass das
irgendwas mit dem alten Volk, von dem Aeris ja abstammt, zu tun hat. Gehe ich mal davon aus. Wir sprechen uns vielleicht in einem Jahr wieder, wenn das Spiel dann so richtig im Gange ist. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es irgendwas mit dem alten Volk zu tun haben könnte. Und hier sehen wir jetzt das erste Limit von Aeris. Sie hat quasi Heilfähigkeiten, also keine aktive gegen den Gegner. Sieht man auch hier, dass der Limit-Balken jetzt gerade leer ist. Und hier sieht man übrigens, wie sich gerade der ATB-Balken bei Cloud und bei Tifa füllt. Tifa und Marlene sind auch gleich noch zu sehen. Aber das habt ihr sicherlich selber gesehen. Nochmal der Limit-Break von Barrett und von Cloud. Und jetzt kommt die Kneipenszene. Die Kneipe ist sozusagen das Versteck von Avalanche. Und jetzt sehen wir gleich was Interessantes, was mir bei The Way nur so aufgefallen ist, weil ich es 4-5 Mal schon gesehen habe. Schaut mal, was da so grün leuchtet an Barretts Arm in seiner Waffe. Das ist hundertprozentig, verwette ich meinen Arsch drauf, natürlich eine grüne Substanz, ein Slot, den die Waffe quasi besitzt. Hier sieht man das ganz, ganz deutlich. Das habe ich einfach nur durch Zufall so ein bisschen erkannt, dass das da so leuchtet. Da habe ich das ein paar Mal zurückgespult und gestoppt und das kann eigentlich nur so sein. Wird gleich, es geht gleich weiter, wird das nochmal von Cloud bestätigt. Da haben wir es. Hier in dem Schwert Slot Nummer 1, eine grüne Substanz und der Slot ist leer. Heißt, dieses Schwert hat zwei Slots. War im Original, glaube ich, auch so, dass dieses Schwert zwei Slots hat. Alles andere hier in den Szenen, jetzt gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein. Die Insider unter euch wissen auf jeden Fall, was hier gerade passiert. I heard you're having second thoughts. I know we have to think big if we're going to make a difference. So, hier haben wir noch mal ein paar Fluchtszenen mit dem Zug. Und natürlich ein bisschen Kampfszenen mit Tifa endlich, was ich sehr, sehr geil finde. Hier haben wir nochmal Spezialattacken. Hier sieht man nämlich gerade, also in dem Trailer sieht man jetzt, dass man einmal Cloud spielt, einmal Barrett und einmal Tifa. Und man sieht auch immer wieder, wie die ATB-Balken gerade leer sind. Außer bei Tifa jetzt, das ist ein bisschen verwunderlich. Jetzt kommt Barrett. Und jetzt kommt Tifa. Sie macht gerade ordentlich Spezialattacken. Man sieht, dass sie hier ordentlich Schaden austeilt. Allerdings ist der ATB-Balken hier voll, was mich ein bisschen rätseln lässt. Und ein Limit Break ist es auch nicht, weil sich das hier gerade auffüllt. Deswegen kann ich hier nicht ganz deuten, was das hier darstellen soll. Vielleicht ist es auch einfach nur eine Combo oder ein Start einer Combo, bevor der ATB-Balken leer wird. Das kann ich leider nicht genau interpretieren. Werden wir im fertigen Spiel dann sehen. Ah, man sieht ja gerade, jetzt hat er sich gefüllt. Okay, ich habe auch gelesen, dass der ATB-Balken sich füllt, wenn man Aktionen im Spiel ausführt, was im Original, im Original hat sich das einfach so gefüllt. Der Limit Break hat sich auf verschiedene Arten und Weisen gefüllt. Ja, wir werden sehen. Also wie gesagt, ich kann das hier nicht ganz deuten, warum sie hier so viel Schaden schon austeilt. So, hier kommen wir zu einem Bosskampf. Da habe ich in meiner ersten Trailer-Analyse einen kleinen Fehler gehabt. Es gibt hier jetzt gleich einen Bossfight unterhalb des Walmarts. Und da möchte ich jetzt mal Grüße an einen Abonnenten raushauen. Und zwar heißt der Hansen Ono. Der hat mich nämlich mal berichtigt. Und zwar ist diese Szene hier, ist ja unter dem Walmart, wenn wir aus der Pornovilla, flüchten kann man nicht sagen. Man fliegt ja durch diese... durch diese Falltür von Don Corneo, heißt nämlich der Typ. Ich habe in meinen letzten Videos habe ich Don Corleone gesagt. Und wem der Name vielleicht was sagt, das ist tatsächlich aus dem Paten. Habe ich doch tatsächlich falsch ausgesprochen. Und ich habe versprochen, im nächsten Final Fantasy Video haue ich einen Gruß an Hansen Ono raus, der mich da berichtigt hat. Also wie gesagt, das sind jetzt hier Kampfszenen in der Kanalisation. Einmal gegen ein paar Standardgegner und dann seht ihr den Endgegner Epps, nennt er sich. Zumindest im Englischen.
Hier haben wir nochmal, das ist, gehört glaube ich schon zur Fluchtszene im Shinra Hauptquartier, bevor wir das Motorrad finden, würde ich jetzt mal stark behaupten. Und ich finde, das Shinra Hauptquartier, es sieht nochmal düsterer aus als im Original. Das finde ich schon mal sehr, sehr edel. Da ist das Motorrad, was er sich gleich klaut im Hintergrund. Übrigens die Spezialedition für 300 Euro, die beinhaltet eine Figur, zeige ich euch dann ganz zum Schluss noch. So, hier haben wir jetzt den Bossfight in der Kanalisation und hier gibt es gleich noch was Interessantes zu entdecken. Und zwar hier in dem Bild. Die erste Statusveränderung. Seht ihr hier in dem Balken ist hier so ein kleines Logo. Das sieht aus wie so ein traurig Smiley. Ich glaube, was hat denn das bewirkt? Ich glaube, dadurch fühlt sich der Limit-Balken deutlich langsamer. Es gab ja traurig, normal und Hyper gab es, glaube ich, die Statusveränderung. Da füllt sich der Limitbalken, glaube ich, schneller. Das, wer mich da gerne wieder berichtigen möchte, kann das gerne tun. Ich mache jetzt mal weiter. Und hier sind übrigens auch zwei rote Punkte, die ich aber jetzt absolut nicht zu deuten weiß. Das kann sein, dass die dieselbe Statusveränderung haben hier. Ich gehe mal davon aus, dass das so sein wird. Und hier sehen wir jetzt den Salto, das ist ein Limit Break von Tifa. Und hier haben wir den Airbuster, das ist auch ein Endgegner. Das ist glaube ich auch die Stelle, wo nachher die Brücke kaputt geht, wo Cloud nachher runterfällt in das Blumenbeet. Ich mache hier nochmal ein Stück zurück, dass das ein bisschen flüssiger läuft. Und hier haben wir Sephiroth. Cloud, I have a favor to ask of you. Run away. You have to leave. You have to live. You bastard! Yeah! Hold on to that hatred. So. Und jetzt kommt hier nochmal der 3.3.2020. Also das ist sowas von offiziell, da könnt ihr euren Arsch drauf verwetten. So, das war die Analyse vom Trailer, zumindest eine kleine. Ich, wie gesagt, ich wollte jetzt nicht auf jedes Detail eingehen. Es geht ja noch weiter. Jetzt kommen die Sondereditionen. Ich zeige euch dann gleich, nachdem ich das hier gezeigt habe. So, Pre-Order Now, das ist die Standardversion für 70 Euro. Wenn ihr das vorbestellt, bekommt ihr den ersten Aufruf oder die erste Materia, die rote Substanz, eine Aufrufsubstanz dazu als DLC-Pack. Ich bin jetzt echt mal gespannt, wie das überhaupt kommen soll, weil das ist eigentlich, gibt es diese Substanz im Spiel normal. Kokomok hieß das, glaube ich. Ja, muss man mal sehen, wie sich das auswirkt, ob man die dann einfach schon von Anfang an hat oder erst dann bekommt, wenn sie offiziell eigentlich im Spiel auch in der Story erhältlich ist. So, kommen wir zur zweiten Edition. Zweite Edition, ein Soundtrack. Dann gibt es ein Artbook. Dann, die eigentliche Version mit so einem Steelbook-Cover. Sieht richtig, richtig edel aus, wie ich finde. Und hier gibt es zwei Aufrufsubstanzen. Einmal den Kokobo und einmal den Kaktor. Der Kaktor ist auch in jedem, so ziemlich jedem Final Fantasy Teil dabei. Und die dritte Version, das ist wirklich der absolute Hammer. Und da gibt es dann eine neue Aufrufsubstanz, die neu ist. Da gibt es nämlich, Achtung, zack, also sieht schon edel aus. Das ist die Version, die ist der absolute Hammer. Aber wie gesagt, 300 Euro, man bekommt ja dann noch so eine limitierte Figur dazu. Gibt es, wie gesagt, nur auf Square Enix wohl offiziell zu bestellen. Und man bekommt noch Garfunkel dazu. Garfunkel ist auch ein Aufruf, der in verschiedenen Final Fantasy Teilen dabei war. War bei Final Fantasy 7, aber wenn ich mich nicht täusche, gar nicht dabei. Deswegen bin ich mal gespannt, wie das aussieht. So, das war es soweit von dem gesamten Trailer. Und jetzt möchte ich euch im PlayStation Store die einzelnen Versionen nämlich mal zeigen. Und da passt nämlich was nicht zusammen. Denn hier steht ja, dass man nur bei der 300er Version Garfunkel dazu bekommt. Ich springe jetzt mal rum in den Play Store und da zeige ich euch, was ich meine. Hier im Store angekommen, wie ihr seht, wir haben einmal die Standardversion für 70 Euro.
und einmal die Deluxe-Version für 90 Euro. Wenn wir jetzt mal reingehen, sehen wir gleich den kompletten Inhalt. Es lädt eine Weile, das ist schon mal schön. Hier gehen wir auf die Details, da steht es dann da. Jetzt vorbestellen und Beschwörungsmateria Kokobo Küken. Ich denke mal, das ist Kokomok aus dem Original, wie gesagt. Also wie sich das nachher im Original verhält, also beziehungsweise im Spiel, das muss man dann sehen. Und jetzt kommt etwas, was nicht so ganz zusammenpasst. Wenn ich nämlich jetzt auf die Deluxe-Version gehe. Details. Könnt ihr jetzt lesen, jetzt vorbestellen und Beschwörungsmateria Kokobo-Küken, DLC und ein exklusives dynamisches Design zu erhalten. Moment, ich muss die Inhalte mal größer machen. Und wenn ihr jetzt hier lest, Original-Soundtrack-Auswahl, Beschwörungsmateria Kaktor und Garfunkel. Laut der 300-Euro-Version ist Garfunkel aber nur in der großen Version und hier steht es im Text. Ich könnte mir vorstellen, dass das mit dem Garfunkel in dieser 90-Euro-Version ein Fehler ist. Ob das jetzt stimmt, weiß ich nicht. Ach übrigens, bevor ich das vergesse, das Video ist nämlich gleich vorbei. Für alle Final Fantasy 8 Fans ist übrigens mein zweitliebster Teil. Es wird dieses Jahr noch ein HD-Remaster für die PS4 geben. Das werde ich sicherlich auch irgendwann, wenn ich mal Zeit habe, spielen. Das soll es soweit von dem Video eigentlich gewesen sein. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr mal sagt, was ihr von dem Video, von den Infos, von dem Trailer haltet. Habt ihr irgendwelche Sachen, die euch aufgefallen sind in dem Trailer, die mir vielleicht nicht aufgefallen sind? Lasst es mich in den Kommentaren wissen, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn es euch gefallen hat. Einen Daumen nach oben würde ich mich auch darüber freuen. Wollt ihr nichts von Final Fantasy an Infos oder an zukünftigen Videos verpassen? Könnt ihr gerne ein Abo da lassen, würde ich mich auch drüber freuen. Und in den kommenden Tagen soll ja dann von der E3 die spielbare Demo auch exklusiv im PSN Store verfügbar sein. Da könnt ihr euch sicher sein, dass ich da auch ein paar Videos zu raushaue. Vielleicht auch mal einen Livestream. Das weiß ich aber noch nicht, wie ich das handhaben werde. Wünsche euch jetzt viel Spaß noch. Einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.